Ja, eigentlich ist es ja wirklich schon fast so. Jeder kennt ja den Spruch und täglich grüßt das Murmeltier. Ich wandle in ein bisschen ab in und täglich grüßt die Diskriminierung dieser schwarz-grünen Regierung. Und wieder einmal geht es halt um den grünen Pass, um das Diskriminierungsgesetz, grüner Pass und mit der damit einhergehenden 3G-Regel. Und jetzt nütze ich gleich die Chance, Herr Minister, weil Sie noch da sind. Wann ist denn dann eigentlich Schluss mit dieser 3G-Regel? Jetzt haben wir eine Inzidenz von 17. Bei welcher Inzidenz ist denn Schluss? Bei 14, bei 13, bei 12, bei 1, bei minus 2, bei minus 8, bei minus 15? Das werden Sie wohl wissen, denn wenn diese Regel evidenzbasierend wäre, dann müssen Sie eine Antwort haben. Außer, und das vermute ich, Sie machen das ein bisschen Larifari aus dem Bauch heraus. Weil bis heute habe ich noch nichts gehört, wann diese diskriminierende Regel verschwindet. Und solange diese 3G-Regel gilt, werden halt Bürger, die sich nicht testen lassen können und Bürger, die sich nicht impfen lassen können, von dieser Regierung mit voller Absicht diskriminiert. Da sehen Sie einmal, Frau Bundesrätin Eda Gitzstaller, Sie sagen jetzt, das kann sich jeder testen lassen. Sie haben keine Ahnung von Medizin, also seien Sie bitte besser ruhig, weil es kann sich eben nicht jeder testen lassen. Denn da gibt es sehr viele medizinische Gründe, warum das nicht jeder kann. Und wenn man nichts weiß, ist man besser ruhig, Frau Eda Gitzstaller. Und diese Bürger, werden halt dann mitsamt ihren Angehörigen komplett aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und wir sind das einzige Land auf der ganzen Welt, das eine derart diskriminierende Regelung aufrechterhält. Dieses 3G-Regime, aber bald ist ja dann das 1G-Regime, hat kein evidenzbasiertes Fundament. Einzig eine Überlastung der Spitalsbetten könnte als Argument dienen, um weiterhin unsere Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken. Jedoch ist ja dies bei weitem nicht der Fall, Herr Minister. Für uns Freiheitliche steht jedenfalls fest, dass die Freiheit und die damit einhergehende Selbstverantwortung stets im Mittelpunkt unseres Handelns steht. Der Staat und seine jeweilige Regierung müssen in einer freiheitlichen Gesellschaft Vertrauen in seine Bürger haben. Was wir hingegen aktuell erleben, ist wahrlich betreutes staatliches Leben. Nun lässt uns der Kanzler Kurz aber eines ausrichten aus der Ferne. Er ist ja momentan in den USA und er lässt uns ausrichten, ich darf kurz zitieren, vielleicht haben Sie das überhört, Herr Mückstein: Ich will keine Einschränkungen mehr. Ja, keiner will mehr solche Einschränkungen, außer der Herr Mückstein. Ich habe es gerade gelesen, es darf dann jetzt nur noch der Geimpfte in die Nachtgastronomie und alle anderen nicht mehr. Eines kann ich Ihnen sagen, Herr Minister, ich bin genesen. Und ich weiß, wie viele Antikörper ich habe, weil ich muss mich ja alle 3 Monate diesem Antikörpertest unterziehen, damit ich das weiß. Das müssen die Geimpften nicht. Eines kann ich Ihnen versprechen, Herr Minister: Ich werde weiterhin in die Nachtgastronomie gehen als Genesener. Das kann ich Ihnen versprechen. Da können Sie Gesetze und Verordnungen machen, was Sie wollen. Mit mir nicht. Und wenn uns der Kurz aus den USA ausrichtet, ich will keine Einschränkungen mehr, dann kann ich nur sagen, ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nur glauben kann ich diesem Herrn Kanzler leider nicht mehr. Nach 1,5 Jahren der Unwahrheiten, um nicht das Wort Lügen zu bemühen, traue ich diesem Herrn kein Wort mehr. Aber wir machen heute mit euch, mit der ÖVP, die Probe aufs Exempel, ob ihr den Worten eures Kanzlers dann auch tatsächlich einmal Taten folgen lässt. Und deshalb bringen wir den Antrag ein, der ganz klar das fordert, was auch euer Kanzler fordert, der da lautet: Der Antrag des Bundesrates Steiners und weiterer Bundesräte betreffend Nein zum grünen Pass und einer Kinderimpfpflicht. Der Bundesrat wolle beschließen,
Die Bundesregierung wird aufgefordert, vom Zwang zum grünen Pass zugunsten echter Reisefreiheit abzusehen, wie auch von Maßnahmen, die eine direkte oder indirekte Impfpflicht von Kindern und Jugendlichen bedeuten. Nun könnt ihr, liebe ÖVP, den Österreichern einmal beweisen, dass hinter dem Geschwafel eures Kanzlers auch tatsächlich Taten stehen. Und hört endlich auf mit diesem Schwachsinn. Denn der Herr Mückstein wird heute dann in der ZIP 2 zur wirklich brutal gefährlichen Delta-Variante reden, die uns alle wieder dahinraffen wird. Und ihr sitzt heute ganz ohne Masken da. Also mehr Risiko geht ja fast nicht und mehr Heuchlerei. Also hört's endlich auf mit diesem Schwachsinn. Österreich will zurück zur ganz normalen Normalität und werdet endlich auch ihr normal. Und wenn Sie sagen, Herr Fraktionsvorsitzender Bader, Showtime ist das, was ihr da macht. Masken auf, Masken runter. Jetzt sitzen wir da, keine Masken, duscheln ein bisschen zusammen auf einen Zentimeter Nähe und jetzt wird dann der Herr Mückstein im ZIP2-Interview sagen, die Delta-Variante ist gefährlich und morgen haben wir dann, wenn die Kamera wieder da ist, die Deckel wieder oben. Das ist Showtime. Das hat mit ehrlicher Politik rein gar nichts zu tun. Schämt euch.